Kennt ihr das auch, wenn man sich so fühlt, als könnte man ein ganzes Pferd trinken? Das Uriga Urini On Demand Giant da. Liebe Freunde, willkommen zu Let's Play First Time, das eigentlich kein First Time ist. Das Game, was ich heute für euch zocke, I See You, habe ich eigentlich schon mal gezockt. Nur war da das Problem, dass mit der Aufnahme das Ganze nicht so wirklich gepasst hat. Ist alles ein bisschen kompliziert, behaupte ich jetzt. Ist eigentlich ganz simpel. Ich habe beim Schneiden ein bisschen verkackt. Und beim Schneiden verkackt. Na gut. Trotzdem will ich das Game nochmal für euch zocken, weil das Game wirklich gut ist. Und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, I report with my hand. Also ich weiß so einigermaßen, was los ist. Was nicht heißen soll, dass ich nicht trotzdem verdammt scared sein werde. So. Hello, thank you for playing. Kann er doch? Look around. If you are seeing things in this room like very short doors... Entschuldigung, Verperlung. Or black gaps, maximal pigmentierte gaps in the floor, ceiling or walls, please download and play the graphics fix version of I See You. I'm going to tell you the controls. For now, use WASD keys to move. Jawohl. Muss man die Mausansätze für die höher machen. Moment. Ja, das sollte eigentlich so passen. Also, you can press E to interact with and pick up certain objects. Most rooms have locked doors that can only be opened by picking up a key. Ja. Das wissen wir. Wir dürfen mit der Hausmeister spielen. Aber natürlich mit der Ganztagsstelle. Denn wir werden das gerne auf jeden Fall durchkriegen. So, da haben wir. Once you grab a key, a door will become unlocked. All unlocked doors have been marked for you. So sieht's aus, Chefs. Können wir eigentlich strafen? Nee. Also ihr seht, das Game setzt hier auf eine sehr verpixelte Ansicht. Das ist mit einem bestimmten Game Maker Gedöns gemacht. So ähnlich wie dieses, ich glaube Hide hieß es. Finde ich ziemlich cool eigentlich, wird viel zu selten gemacht. Some areas have doors that are already unlocked for you. Das ist natürlich sehr nett. So, wir müssen auf jeden Fall weiterhin nach Keys Ausschau halten. Und wie gesagt, you can press shift to run, but you can never get away. From what? If I may ask you this question, I would really know what is chasing me. Know what I'm saying? Also ich hab's einmal komplett durch, glaube ich. In Anführungsstrichen komplett. Trotzdem, ich habe so ein nicht vorhandenes Kurzzeitgedächtnis, dass ich mir niemals alles merken kann irgendwie. So. Was teilweise gut und aber teilweise auch schlecht ist. Was ich noch weiß, und das wird auch weiterhin so bleiben, ist, wer Maki Hoyo ist. Das ist auch das Einzige, was man so wissen muss im Leben. So, in etwa. Und falls ihr es nicht wisst, dann kann ich euch gerne eine 10-seitige PM schreiben, ist kein Problem. Macht das bloß nicht. So, wir können auch hier nicht wirklich weit gucken, was natürlich eventuell normalerweise Jumpscares bedeutet, aber wir sehen es gerade, das Game bildet größtenteils mit der Musik schon eine richtig geile Atmo. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich weiß auch noch nicht wirklich, was das hier jetzt überhaupt alles sein soll. Da war eine Marked Door, aber ich guck mal, vielleicht war hier noch irgendwas. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass hier noch was war. Ich glaube, sobald man die Tür gefunden hat, kann man da auch rein. Ich denke mal, das ist die Philosophie, der wir jetzt hier auf jeden Fall auch nachgehen können. Den Key haben wir ja gefunden. Ich glaube, es gibt nur einen Key pro Area, aber ich kann mich täuschen. Okay, das ist auch ein schöner Raum. Sehr viel Mühe mitgemacht, glaube ich. Da war was, irgendwas Rotes, glaube ich, ne? Habt ihr das gerade gesehen? I know you just saw that. You can also use CTRL to crouch. You can hide all you want, but I will find you. Okay, good. Zuerst erklärt er uns die Controls und dann... Und dann will er uns ja auch noch an einen Pöter oder was. Sagen wir es gern.
Okay, anscheinend derjenige, der das Spiel entwickelt hat, der möchte in dem Fall auch mal kurz ein bisschen euch an euren Allerwertesten sich bemächtigen. Das hat mir gerade überhaupt nicht gefallen. Egal. Musik hat auch aufgehört, was mir jetzt auch nicht so gut gefällt. Und ich habe zum ersten Mal so einen kleinen Flitzer hier gesehen. Damn it. Das sieht doch mal hier sehr gut aus. I'm marking the doors for you. Das ist sehr nett. Ja, gut. Exit, baby. Das erinnert mich ein bisschen an die Folge von SpongeBob hier. Lass das Ketchup vergießen sein. Ich habe heute Fototag. Ich glaube, das war zweimal derselbe Weg, oder? Ja, gut. Also weiter Richtung Greatness. Wollte gerade sagen, warum ist der Raum so, der Weg so lange? Okay. Mit der Behaarung bin ich sicherlich nicht deine Mami. Aber gut. Okay, Musik geht weiter. Gefällt mir, ich weiß, man kann es mir nicht recht machen, gefällt mir aber auch nicht. You can press E to interact with... Yeah. Achso. Most rooms have locked doors that can only be opened when I want them to be. Achso, okay. Dann mach halt deine eigenen Regeln. Ist cool. Ist cool. I am on par with that, yo. Okay, da brauchen wir deinen Key, glaube ich. Ich muss überlegen. Er muss hier auf jeden Fall beachten, dass ich das Layout hier nicht vergesse. Also wir haben... Okay. Müsste ja gleich einen Raum gehen, der... Moment. Wenn hier eine Tür ist, die aufgeht, dann brauchen wir ja doch keinen Key. Okay, gut. Alles klar, soll mir recht sein. Wie du möchtest. Das ist nix gut. Das rein von den Sonnen. I can hear. Hab ja auch das Mikrofon an. Nee. Verdammt nochmal. Oh, es kommen keine Jumpscares, aber trotzdem. Rein von der Atmo her ist es einfach schon. Baller was? Bin ich doof oder war da war doch was, oder? Meine Fresse. Also wie gesagt, es kommen keine Jumpscares, aber die Atmo ist einfach hier mega ekelhaft, ey. Oder sagen wir mal, bisher kamen noch keine Jumpscares. Was nicht ist, kann auch werden. Na, gut, das schon. Achso. Exit! Exit, baby, I see you. Ja? Ja? Hm? okay. Achso, genau, jetzt haben wir hier diese komische Türen hier. Da können wir leider nicht rein. Gibt ein bisschen Erinnerung an Amnesia. Dieses komische rote Blobberzeug hier. Aber, oh, ich dachte schon. Warum hört die Musik jetzt auf einmal auf? Oder ist das Soundfall zu Ende? Ich hoffe, letzteres. Mein
dann müssen wir eigentlich, glaube ich, nur noch die Tür finden, oder? Den Key haben wir. Ah, hier. Perfekt. So, am besten schon mal immer alles absuchen nach einem Key. Ist ja nie verkehrt. Such nach dem Key, denn man weiß nie. Nein! Mit Sicherheit nicht! Kinder, ey. Kinder heutzutage auch vor allem. Ist unmöglich. Okay, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich hier. Ja, never mind. Mich dünkelt, als hätten wir hier jemanden, der tatsächlich weiß, wo er lang geht. Nicht wirklich. Ihr kennt mich. Okay. Solange das Vieh, oder was auch immer das sein soll, mir fern bleibt, kann ich damit leben. Oh, das klingt mir hier teilweise immer wie meine Verdauung, ne? An error secured. Okay. Okay, gut. Schön zu wissen. Na, ups. So. Ah. Das ist tatsächlich leicht scary. Aber eben, wie gesagt, von der Atmo her, perfekt gemacht. Gerade auch mit der Grafik. Ja, war es immer hier und dann links und... Den Flitzer kannte ich noch, der kam mir bekannt vor. You let them out. He's watching. Okay. Ja, ich geh mal, ne? Ich geh mal. Ich hab'n Key. Das reicht mir. Nein. Ich hasse diesen Kollegen, ey. Ah, hier. Ja, ich bewege mich, ne? Ja. Ich dachte gerade, wir sind jetzt draußen, aber... sieht doch nicht so aus. A fatal error is occurred. An error is secured, cannot load next room. Das ist übrigens, glaube ich, gewollt. Soweit ich mich erinnere. An error is secured, cannot load next room. Ja, aber ihr seht's. Das ist gewollt. So wie ich das ja schon mal gesagt. Noch ein Error. Den ihr seht's. So langsam kommen wir der Sache hier näher. Hm? Soundfight. Serious shit. Best. Der war nackt und ich wollte nicht, dass er mir entgegenkommt. Okay? Okay? So, ihr seht schon, so langsam dreht das Game hier ab, so ein bisschen. Ja, das ist ein schönes Interieur. Ich glaube, so sieht es auch im Gehirn von Justin Bieber aus. Wenn er gerade dabei ist, einen neuen Song zu schreiben. Okay, hier geht's offensichtlich nicht lang. Warte mal, das war, okay. Ich wollte gerade sagen, größtenteils muss man immer nach links gehen in dem Game, aber das habe ich ja gerade gemacht. Da war dann nichts. Aber war hier ein Key? Also es ist sowohl gerade jetzt vom Level-Design her, als auch vom Sound, das ist komplett... Aber in einer, auf eine gute Art. Verdammte Axtwie. Okay, durch das Poster komme ich nicht durch. Also ein bisschen durch die Wand. Ich bin so ein halber Uri Geller zumindest.
Hier? Ja. Das sieht richtig aus, mehr oder weniger. Sofern man hier bei diesem Level-Design jetzt gerade noch richtig sagen kann. Ah ja, hier. Achso, das ist ein Poster. Warte mal, war der Exit? Ja, oder das ist das Exit sein. Ja, Exit! Jetzt aber for real hier. For real! Das darf halt hier nicht wahr sein, ey. Okay. Oh, okay. Oh, es ist scary hier hinten, ey. Immer noch, ich hab gerade Gänsehaut. Nee. Was ist das? Nö. Okay. Okay, ich glaube, von dem Ding muss man sich übrigens fangen lassen. Also, was auch immer du sein sollst, take me. Aber jetzt auf jeden Fall die Finger übrigens auf der Tastatur halten. Ah. Denn jetzt öffnet sich euer Browser zu dem Tumblr von dem Typen, der das, glaube ich, erstellt hat. Und da öffnet sich jetzt hier ein Auge und das einfach zumachen. Genau. Nee, hat uns trotzdem gefunden. Also normalerweise würde jetzt so ein Bild von einem Auge aufpoppen, was dann eben, also was sich halt öffnet, wie gesagt. Und dann kommt eben dieser Screen hier, Found You. Sehr cool gemacht, muss ich sagen. Das war Let's Play First Time... Moment. Ja. Das war Let's Play First Time I See You. Ihr habt es gerade gesehen, also von der Idee her ist das Game richtig gut. Es geht ziemlich auf die Psyche. Es hat ein, zwei eingebaute Jumpscares, die allerdings sehr, sehr fair, sag ich mal, platziert sind eben. Und größtenteils, wie gesagt, hat der Typ das eigentlich sehr gut gemacht. Er hat hier am Ende, was ich eben ziemlich cool finde, wenn der Typ euch eben catcht, hat er das so angebaut, dass eben sich euer Browser öffnet und dann eben hier dieses Bild von diesem Auge kommt. Ich kann ja mal gucken, ob das hier noch offen ist. Nee, da ist noch das hier. Und dann kommt eben hier dieses Found You. Ziemlich cool gemacht. Also gerade auch vom Level-Design her, das fängt, sag ich mal, relativ langsam an. Aber dann eben, wenn dann eben so diese Einblendungen kommen, so, ich sag dir, wie die Steuerung ist, und dann so, ja, ich werde dich finden und so, das ist ziemlich gut gemacht. Und, ja, ihr könnt mir gerne unter dieses Video schreiben, was ihr von diesem Game haltet. I See You. Mir hat, wie gesagt, sehr gut gefallen und ich werde dem Typen mal ein bisschen weiter verfolgen, wenn er eben noch das ein oder andere Horror-Game rausbringt, werde ich auf jeden Fall das auch gerne wieder zocken. Ich wollte allerdings, bevor ich das Ganze jetzt nochmal hier beende, wollte ich mal kurz das hier aus der Readme vorlesen. Dann hätte auch ein paar Thank-Yous gemacht und die wollen wir natürlich auch nochmal walten lassen. Für jemanden, der so ein gutes Game rausgebracht hat. Und zwar Special Thanks to falcantpunch.tumblr.com for giving me the pep talk I needed to continue with my game after almost giving up week one. Die Grammatikfehler war wohl anscheinend nicht ansässig zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Text geschrieben hat. My girlfriend for helping me test every build I had of the game. Die wird sich gefreut haben. All of my beta testers Zach for giving me a lot of encouragement. Austin for being so willing to work with me on the voices, even after scrapping almost 80% of my ideas, und my cat for being a fat ass. Ja, das ist doch mal nochmal auf jeden Fall ein Statement, dass man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen sollte. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, der kleine Ausflug hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Free Indie Horror Game oder wo auch immer ihr gehen wollt, wenn mich das beinhaltet, natürlich dann wieder.